Ja, Freunde, ich sag nur Überraschungspaket vom BGML Club. Los geht's. Servus liebe Dampfer und ja, Shisha-Freunde, kann man eigentlich schon sagen, willkommen zum nächsten Video von eurem Smogbuster-Team, dass mir das auch mal passiert, dass ich mich in der Begrüßung verspreche. Ja, Tobi hat schon gesagt, wir haben Post bekommen von lieben Big ML Club. Ich wusste davon nichts, hat der Tobi mir heute erst gesagt, deswegen umso besser. Und gleich mal nicht wundern, ich hocke hier in kurzer Hosen, ich bin gerade von der Dusche raus, deswegen sorry schon mal dafür. Und ja, der Tobi weiß mehr, Tobi, wie oder was? Ja, plötzlich stand da ein Paket da, hat keiner Bescheid gesagt, war einfach da und ich habe da mal vorsichtig nachgefragt, weil ich irgendwo Deiner Lady gelesen habe, beim Kollegen von Deiner Lady und ja, er hat es veranlasst und ja, was ist da alles drin? Also als allererstes kommt so ein goldener Briefumschlag raus. Sehr geil aus. Ich habe das Paket natürlich schon mal durchgestöbert, weil ich wissen wollte, was drin ist. Kannst wieder nicht erwarten. Deswegen, ja. Ansonsten steht drauf, ganz kurz, lieber Tobias, lieber Sascha, lieber Julian, wegen Begrüßung, der Big ML Club ist ab sofort eröffnet. Und es ist eine neue Marke aus England, in der Distribution von Deiner Lady, also quasi die unterstützen das Ganze wegen und promoten das alles, weil sie die Liquids, so viel ich gehört habe, recht geil finden. Werden wir jetzt herausfinden. Wir haben ein ganzes 6 Stück. Und ja, gleich mal zuallererst, was kosten diese Liquids und was gibt's? Also es gibt einmal diese 10 ml Fläschchen, die ganz normalen, kleinen. Da muss ich aber sagen, ich weiß den Preis gerade nicht. Und es gibt die großen 100 ml und jetzt nicht wundern, normalerweise kosten so 60 ml oder 50 ml kosten 20 Euro. Und die hier kosten 100 ml 19,90 Euro, also das ist schon recht günstig. Ja. Und bis jetzt, also hier drin, riecht schon ganz gut. Mhm. Wir haben jetzt schon zwei im Tröpfler drin und ja, was ist noch drin, Juli? Pack doch mal aus. Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist. Tobi, weißt du mehr? Das erkennt man, wenn man weiter schaut. Es ist nämlich noch was Schönes drin. Ja, ein Mixer. Ein Cocktailshaker, ein schöner, aus Edelstahl. Und ja, Bedienungsanleitung dazu. So wie es ausschaut, ist das Ganze so ein Ausgusssieb. Also Für die Früchte quasi. Früchte, Eiswürfel, dass man das einfach dann und das hält. Ne, sollte eigentlich halten. Also zum Ausgießen. Braucht man, denke ich, sicher, oder? Also so aus den älteren Zeiten. Und das hier finde ich echt genial. Das ist ein Shot, beziehungsweise es sind zwei Shots. Einmal so rum 2cl, einmal so rum 4cl. Also zum Mixen ist das echt mega geil. Schaut aus wie so ein Eierbecher. Wurde uns auch noch zum Saufen veranlagen. Anscheinend. Und ansonsten ist hier sehr, sehr viel Konfetti. Also Konfetti in Schwarz, Gold und Weiß. Wer vielleicht das Video aus der Dampfer-Szene von Steamshots oder vom Dampfer-Girl schon gesehen hat, da, die haben ein etwas größeres Paket mit Bällebad bekommen. Ja. Wir sind ja jetzt eigentlich Shisha-Kanal, deswegen kleines Überraschungspaket. Aber sehr, sehr geil auf jeden Fall. Herzlichen Dank an den Simon, der uns gedacht hat und das unbedingt machen wollte. Und natürlich auch an Big ML und Deiner Lady allgemein. Ja, dann würde ich sagen, zeigen wir euch mal schnell die Fläschchen auf unserem berühmten Drehteller. Wir haben jetzt hier so einen kleinen Flyer. Hinten drauf die 6 Sorten. Kleine Preise steht drauf, denn auf die Größe kommt es an, quasi der Werbeslogan von Big ML. Ich lese euch mal kurz die 6 Flavor bzw. 6 Geschmacksrichtungen vor. Ihr seht es ja gerade eingeblendet. Es gibt zum einen Apple Cherry, Tropical Juice, Grape Lemonade, Raspberry Mojito, Truffle Delight und Pink Muffin. Ich glaube, der Tobi wird jetzt anfangen, der hat jetzt gerade das Tropical Juice drinnen. Und ja, Tobi, hau einfach mal raus. Ja, Tropical Juice, ganz kurz noch zum Setup übrigens. Also, ich habe jetzt den Tesla 6 Punk 220. Geiler Akkuträger, gibt es auch bald in Deutschland zu kaufen. Juli. Smog Alien 220. Ganz Smog Alien, Smog Verdampfer, dieselbe. Ja, Klassiker. Den Subohmverdampfer, den Tröpfler oben drauf und so eine Wicklung. Nur, die möchte ich mal ganz kurz zeigen, weil viele, die dampfen und nicht selber wickeln. Hier, man kann auch solche flachen Wicklungen machen, das ist einfach nur so eine Schneckenspirale, sonst was, ist sehr, sehr gut, um Watte schnell zu wechseln. Ja. Genau, also,
Nach was soll es schmecken? Es soll Ananas und wir vermuten Orange, was das sein soll. Das steht jetzt nicht so dezent da. Und ein Hauch Minze. Und Hauch Minze, Hauch Minze. Also ich muss sagen, die Ananas kommt ganz leicht raus. Angenehm. Und das Orangige, ich könnte sagen, ich habe irgendwo noch ein Pfirsich oder sowas dabei. Ist so ein bisschen süß. Im Großen und Ganzen, es schmeckt tropisch, definitiv. Deswegen heißt es wahrscheinlich auch so. Ja. Es hat so eine Multivitaminsaftnote, also so eine Juice, sagt es ja auch wieder, so saftige Note. Finde ich richtig gut schon mal fürs erste Liquid. Mal schauen, was da noch so kommt, Juli. Ja, ich habe gerade den Pink Muffin drin. Ne? Ich glaube, da also war noch eine große Flasche mit drin, das hast du gerade gesagt. Ja, von die Pink Muffin. Die habe ich leider vergessen. Genau. Pink Muffin, was soll das Ganze sein? Sagt eigentlich der Name schon, soll New York Muffins sein, mit Himbeeren gefüllt. Ein süßer Moment, der nicht auf die Hüften geht. Schauen wir mal, wie das Ganze schmeckt. Ja, also schmeckt eigentlich genau nach dem, was es schmecken soll. Ich finde aber, es ist nicht diese typische Kuchennote, die man eigentlich von den Liquids her kennt, sondern die ist wirklich ein bisschen... herber. Ein bisschen herber, ja, würde ich schon fast sagen. Die meisten Kuchen- oder Teignoten gehen eigentlich beim Liquid eher immer so ins Süßlichere. Der hier ist wirklich sehr, sehr authentisch, muss ich sagen. Also ist jetzt nicht so zu süß. Und von der Himbeere, die ist eigentlich auch schön dezent im Hintergrund und schmeckt eigentlich auch sehr, sehr lecker. Ja, dann würde ich sagen, wechseln wir die Warte. Dann geht's weiter mit den nächsten zwei Sorten. Ja, Warte ist gewechselt. Ich habe jetzt drin den Raspberry Mojito. Soll klar Raspberry sein und Mojito ist immer so eine Sache. Ich persönlich trinke nicht so viele Cocktails, deswegen kann ich jetzt Mojito nicht so ganz zuordnen. Aber im Großen und Ganzen schmeckt der richtig mega geil intensiv nach Himbeer. Ich finde den richtig geil. Also richtig geile, starke Himbeernote. Mhm. Mojito, hat der Juli gerade gesagt, beim Probieren kann er nicht dampfen, weil er das an seinen letzten Sof erinnert. Nein, meinen ersten Sof, meinen ersten Vollrausch. Und ich muss wirklich sagen, das kommt sehr, sehr nah ran an so einem Mojito. Deswegen, also ich habe gerade mal gezogen, ich habe was Also es schmeckt nach dem, was ich schmecken soll, aber ich kann es nicht dampfen. Es geht nicht. Es geht nicht. Also mir schmeckt der definitiv, wer auf fruchtige Himbeer steht, ist da echt sehr gut damit bedient. Ja, ich hoffe jetzt natürlich, ist es nicht zu vernebelt hier. Hinter mir ist schon das Fenster aufgemacht, aber... Wird noch nebliger. Es wird noch nebliger, ja. Ich habe jetzt momentan drin den Trüffel Delight. Was heißt denn Trüffel überhaupt? Keine Ahnung. Das soll es sein. Erdbeere mit einem Schuss Sahne. Schauen wir mal. Ja, also was soll ich dazu sagen, es schmeckt einfach nach Erdbeer mit Sahne. Ihr habt eine authentische Erdbeernote. Das muss ich sagen, ist bei den Liquids immer ein Ticken geiler wie beim Shisha-Tabak, weil die Erdbeeraromen eigentlich viel, viel besser getroffen werden wie in den Shisha-Tabak. Da geht das Ganze immer sehr, sehr stark in die künstliche Richtung. Hier muss ich wirklich sagen, ist wirklich sehr, sehr authentisch gehalten. Schmeckt mir sehr, sehr gut. Und man schmeckt auch diesen Sahne-Creme-Touch, sage ich mal, schmeckt man auch sehr, sehr gut raus. Und ist auch eine sehr, sehr solide, gute Sorte. Denke ich auch. Erdbeer ist nicht zu süß. Ich finde, es schmeckt so nach einer richtig reifen Erdbeer, also eine richtig intensiv reife Erdbeer. Naja, dann würde ich sagen, wechseln wir die Warte wieder. Und dann geht's auf in die zwei letzten Sorten. So, da sind wir wieder in der letzten Runde. Grape Lemonade habe ich gerade im Tank, beziehungsweise im Tröpfler. Und ich muss sagen, ich als alter Traubenliebhaber, wissen ja alle unsere Shisha-Zuschauer, Traube ist so eine Sache, wo ich mit der E-Zigarette noch nicht so ganz auf dem Level bin, weil die meisten Traubensorten, die ich bis jetzt gedampft habe, die waren dann so richtig brachial. Und bei der Shisha ist es ja eher so, dass das Aroma ein bisschen schwächer ist. Und da ist die Raube dann wiederum eben gemütlicher dabei. Und hier kommt es immer so brachial raus. Hier ist aber definitiv eine starke Traubennote dabei. Es ist auch diese Limonadennote, weil hier ist eine Zitrone mit drauf gemalt. Es ist sehr authentische Traubenlimonade. Tatsächlich, so wie es heißt.
Der Juli hat, glaube ich, gesagt, das schmeckt ein parfümig, deiner Meinung nach, oder? Das ist für mich ein wenig zu intensiviert, sage ich mal. Also das ist mir zu brachial. Also ich finde, es geht schon, das schmeckt zwar nach dem, was es schmecken soll, aber für mich ist das ein bisschen zu intensiv. Es geht für mich ein bisschen in die seifige Note. Ich finde es recht süß. Ja. Also mir ist es einen kleinen Ticken zu süß, aber es ist von der Traubennote her ganz gut, aber ein bisschen zu süß vielleicht für meinen Geschmack. Ja. Ja, und jetzt zu guter Letzt noch, ich habe das letzte drin, Apple Cherry, natürlich Apfel und schwarze Traube. Keine rote Traube. Was habe ich jetzt gesagt? Schwarze Traube. Kirsche, so rum, ja. Verdammt, Traube. Heieiei, kann man hier mit Stecker dampfen? Schon, müsste oder? Funktionieren. Gut, nicht, dass das Ding um die Ohren fliegt. Ja, probieren wir. Ja, ich habe es hinter der Kamera, beziehungsweise vorhin schon mal probiert. Ich muss sagen, man schmeckt auf jeden Fall die Kirschnote stärker raus wie ein Apfel. Ist auch eine schwarze Traube, also keine zu süße Kirsch. Kirsch, Mann! Keine zu süße Kirsche, so rum. Geht für mich in diese Wick-Bonbon-Kirschnote, also sehr, sehr kräftig, fruchtig, sag ich mal. Und Apfel ist leicht im Hintergrund, verleiht dem Ganzen noch ein bisschen eine Süße mit. Das ist auf jeden Fall eins, wo ich sagen könnte, das könnte ich im Pankverdampfer auf jeden Fall ordentlich gut wegknallen. Also ich finde die Kirschnote auch sehr gelungen. Ist eine sehr dunkle Kirsche, schmeckt sehr reif. Und der Apfel, klar, könnte ein bisschen stärker sein, aber von 70-30 würde ich sagen. Finde ich es echt sehr gut. Ja, abschließend von meiner Seite her, muss ich wirklich sagen, bin ich sehr, sehr positiv überrascht. Sind jetzt zwar zwei dabei, wo ich sagen muss, die können ich nicht dampfen, zwar der Grape Lemonade und der Raspberry Mojito. Schmecken zwar beide sehr, sehr gut, aber sind für mich nicht so der Fall. Die anderen vier, vor allem die ersten zwei, Apple Cherry und Tropical Juice, wie gesagt, könnte ich in Tankverdampfer locker, flockig wegknallen. Und halt die unteren, das ist ja wahrscheinlich so geordnet, die unteren sind ja eher so in die cremige Richtung, teigige Richtung. Die sind halt so mal was für, mal für zwischendurch, mal einen Tank voll machen und mal, ja, wegdampfen. Tobi, was sagst du? Ja, also ich sag ganz klar meine zwei Favoriten, Tropical Juice und Raspberry Mojito. Mhm. Und ansonsten Grape Lemonade finde ich jetzt zu süß für meinen Geschmack. Apple Cherry finde ich ganz gut, könnte ich auch öfter dampfen. Und Triffle Delight, das ist eigentlich eher sowas, was nix so für mich ist. Ja, du machst es ja eh nicht so, ne? Ich bin auf Kuchennoten nicht so aus. Ich mag wirklich lieber das Fruchtige. Und Pink Muffin ist, muss ich sagen, bis jetzt eines der wenigen Liquids mit in die kuchige Richtung, die ich dampfen kann. Also den finde ich eigentlich ganz gut, ist aber für mich kein All-Day-Liquid. Ansonsten, ja, für 19,90 100 ml ist einfach ein Bombenpreis. Für so ein Liquid, für den Geschmack vor allem, also für das, was man dabei rausbekommt, ist das sehr, sehr geil gemacht. Ich würde es definitiv jedem mal zum Probieren empfehlen. Ja, dann wären wir am Ende des Videos angelangt. Ist jetzt wieder ein etwas längeres Video geworden, aber die E-Zigaretten-Videos, wie ihr wisst, sind allgemein ein bisschen ausführlicher bei uns auf dem Kanal. Der Tobi hat hier noch ein schönes Paketchen bei sich stehen, Tobi. Ja, ich habe da noch ein Paket bekommen, das ist wirklich tatsächlich aus dem Hause Deiner Lady. Ja. Da werden wir auch noch ein Unboxing-Video dazu drehen, das ist recht schwer. Kommt nächste Woche, ja. Wir wissen nicht, was drin ist. Kommt auf jeden Fall die Tage, also an alle Dampfer da draußen, bleibt auf jeden Fall dran. Abonnieren nicht vergessen. Und ja, Sascha ist heute nicht da, deswegen Juli. Ja, Shisha ist kein Hobby, Shisha ist Leidenschaft. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein und Servus! Servus.